Hallo und herzlich willkommen zum Wochenausblick. Nachdem uns die Kaltfront am Wochenende am Sonntag überquert hat, da wird am Montag noch ein Tief über Norditalien, vor allem so den Süden und Südosten, beeinflussen. Hier gibt es im Bereich der Alpen noch weitere Schneefälle, vor allem so ab 800, 900 Meter in den tiefen Lagen, da wird es eher trüb und regnerisch werden. Weiter nach Norden hin, nach Norden, Nordwesten, da setzt sich dann ein Hochdruckgebiet durch, eine schwache Hochdruckzone. Es wird so ein Wechsel geben aus Wolken, Nebel, teilweise aber auch vor allem so Richtung Nachmittag auch mal längerem Sonnenschein. Dann im weiteren Verlauf Richtung Dienstag. Wir schauen uns einfach mal exemplarisch eine Karte an für den Dienstagmorgen. Und da sehen wir einfach unter Einfluss dieser schwachen Hochdruckzone dann wahrscheinlich vielerorts trüb, trübe Suppe, richtig viel Nebel und Hochnebel. Im Tagesverlauf dann natürlich die Chancen, dass sich die Sonne auch mal etwas durchsetzt. Wo das dann genau der Fall sein wird, das kann man immer erst kurzfristig sehen. Dazu am besten auch unser Satellitenbild verfolgen, was ich hier noch verlinken werde. Oder eben das signifikante Wetter im Super-HD-Modell, was ich hier eben auch gerade gezeigt habe. Dann wird es schon ab Mittwoch ziemlich unsicher, wie die Wetterlage sich entwickelt. Wir schauen einfach mal kurz auf den Luftdruck, eine Karte für den Dienstag. Da sehen wir ziemlich viele Druckgebilde, diese schwache Hochdruckzone über Deutschland, das Tief über Norditalien und eben auch ein weiteres Tief bei den britischen Inseln. Und wie sich die genau verschieben werden, ist dann doch in den Wettermodellen momentan noch sehr unterschiedlich. Wahrscheinlich wird es aber so sein, dass sich das Tief von den britischen Inseln her durchsetzen wird, wird dann im weiteren Wochenverlauf ab Mittwoch, Donnerstag dann auf Deutschland übergreifen. Wechselhaftes Wetter, viele Wolken, immer mal wieder nass, etwas Regen, also so richtig typisches Novemberwetter, was da ansteht. Richtung kommendes Wochenende, möglicherweise dreht die Strömung dann unter Tiefdruckeinfluss wieder mehr, so auf nordwestliche Richtung und da könnte sich dann vielleicht auch wieder mit einer Kaltfront in den höheren Lagen deutlich kältere Luft durchsetzen, möglicherweise auch dann nochmal eine Schneepackung für die Alpen und eventuell auch für die Mittelgebirge, die dort anstehen wird, aber das ist alles noch sehr, sehr spekulativ, da schauen wir natürlich dann im Verlauf der nächsten Woche drauf. Temperaturmäßig noch kurz ein Blick auf zwei Trends. Gucken wir uns mal zunächst den Trend für Hamburg an. Nicht Fisch, nicht Fleisch sozusagen. Alles so im Bereich zwischen 5 und maximal mal 10 Grad. Frost gibt es vielleicht so in der Nacht zum Dienstag dann. Vor allem so im Norden und im Westen Deutschlands hier und da mal. Ansonsten aber auch wahrscheinlich kein Nachtfrost erstmal im norddeutschen Tiefland in Sicht. Und auch für München, da sehen wir es auch, nicht wirklich kein frühwinterlicher Kälteeinbruch dort in Sicht dann im Laufe der nächsten Woche. Aber eben auch nicht ungewöhnlich mildes Wetter. Einfach im Grunde ganz normales November. Wetter, was da anstehen wird, mit Temperaturen auch so zwischen 5 und 8 Grad dann tagsüber. Das war es erstmal für den Wochenausblick. Ich wünsche einen guten Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Video und ciao.